die 10 größten Fehlannahmen in der Wahrheitsbewegung. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Ja, Digga, ich liebe euch. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Und zwar gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt die 10 größten Fehlannahmen in der Wahrheitsbewegung. So, ich finde das ein sehr interessantes Thema. Ich weiß noch nicht, was uns erwartet, aber ich kann es mir schon so ein bisschen vorstellen. Da gehen wir jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los! Die Top 10 der größten Fehler in der Wahrheitsbewegung. Auch wenn ich riskiere, dass sie mich alle nach diesem Video hassen werden, weil ich ihre Illusionen zerstöre, ihre Vorbilder, Meister, Götzenbilder, Truther, Götter und Fanartikelverkäufer, muss ich leider ein paar sehr ernste Dinge ansprechen, die mir in den letzten Jahren sehr sauer aufgestoßen sind. Ich habe nicht umsonst 2, irgendwas Jahre Pause von YouTube gemacht, weil ich einfach nur so keinen Bock mehr... Wer ist er denn? ...drauf hatte, sondern der festen Überzeugung war und bin, dass die Wahrheitsbewegung selbst ein Teil des Problems geworden ist. Würde ich ihm teilweise recht geben. Ich bin gespannt, woran er das festmacht quasi. Hier ein paar Grundannahmen. Platz 10. Die Wahrheitsbewegung bewegt etwas. Die Wahrheitsbewegung ist nie eine Bewegung gewesen. Wo bewegte sich denn hier was? Haben Sie, und jetzt müssen Sie mal ganz ehrlich zu sich sein, gesehen oder gehört, dass die Leute, deren Videos Sie zu Hunderttausenden anklicken, eine echte, aufrichtige, unmanipulierte und von außen unabhängige Bewegung gestartet haben, die nichts mit dem Polittheater, Demonstrationen oder Petitionen zu tun hatte? Ich konnte nur Leute wahrnehmen, die auf Stühlen vor Kameras saßen und ewig über den Ist-Zustand lamentierten, keine bis schlechte Lösungsansätze präsentierten und wenig bis gar nicht ins Handeln kamen. Da gebe ich ihm schon teilweise recht auf jeden Fall, ja, sage ich dir ehrlich. Also ich würde nicht sagen, dass es bei allen so ist, aber teilweise schon. Ich glaube halt, dass diese Wahrheitsbewegung oder diese Leute, die Dinge aufdecken, auch dann irgendwann gemerkt haben, dass man damit auch Kohle machen kann und dass das gut ankommt und dass man damit halt auch eine schnelle Mark verdienen kann und das dann einfach nur deswegen gemacht haben. Nicht, weil sie wirklich ein Interesse daran haben, was zu verändern oder was zu bewegen, sondern einfach, weil die gemerkt haben, das ist auch eine riesen Community mittlerweile, wo man viel Geld mitmachen kann und dann einfach mitgemacht haben, so weißt du. Nichtsdestotrotz sage ich, dass es definitiv auch Menschen gibt, die Teil der Wahrheitsbewegung, ist immer so schwierig zu sagen, Wahrheitsbewegung, also Leute einfach die Dinge aufdecken und die, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich versuche schon, vernünftige Lösungsansätze auch hier und da zu präsentieren und meine Lösungsansätze haben meistens mit Spiritualität und Disziplin oder Motivation zu tun. So, weißt du, mach was aus deinem Leben, hab einen Traum, zieh durch, glaub an Gott, bete, meditiere. Versuch einfach ein harmonisches, gutes Leben zu führen. So. Weißt du, wie ich meine? Das ist so meine Intention, mehr oder weniger bei dem Ganzen, was ich tue. Aber ja, ich sehe halt auch sehr viele Leute, die nicht wirklich Lösungen präsentieren, sondern einfach nur halt auf Dinge aufmerksam machen, so, weißt du? Viele Durchhalteparolen wie, wir dürfen uns das nicht länger... Eine schnelle Mark, Digga, Vicio. ...fallen lassen. Widerstand. I like that. 99% der Leute sind Schwurbler oder Gatekeeper. Jemand, der die Wahrheit ausspricht, wird aus allen Dörfern gejagt. Was ist die Wahrheit, Bro? Ist dann wieder die nächste Frage, weißt du? Wir müssen alle ins Handeln kommen. Macht mit und werdet aktiv, aber bei was denn genau? Ich habe vor ein paar Jahren diejenigen kennengelernt, die sich selber Aufgewachte nennen und habe Nächte mit diesen Leuten auf meinem Discord-Server, einem virtuellen Sprachraum, verbracht und kann ihnen mit bestem Gewissen mitteilen, dass 80% aller Aufgewachten schlafschäfrige Beta-Männchen sind, die kein... ...Antrieb haben, ins Handeln zu kommen. Und alle wollen sie... Schwer zu widersprechen, Freunde, oder? Seid ehrlich. König zurück. Da fühlen sich, glaube ich, auch jetzt ein paar Leute angesprochen, so. Das Video ist 3 Jahre alt und stammt von dem Kanal Die Wahrheit ist in dir. Eid? Platz 9. Nur zusammen sind wir stark. Ja, das passt gut zu Platz 10. Wer einen Verein gründen will, riskiert, diesen weggenommen zu bekommen und zwangsenteignet zu werden. Wer eine Partei gründen will, möchte nur einen Teil des Kuchens abhaben und wird selber Teil des Systems. Wer gemeinsam demonstrieren gehen will, riskiert, eine auf die Fresse zu bekommen. Wer gemeinsam Umsturzpläne gegen die Regierung aushecken will, hat gar nichts verstanden und riskiert, im Knast zu landen. Wer je... Bei dem Parteithema, das, was mich extrem verwundert hat, auch, dass ganz viele Leute, die...
ich gesehen habe in dieser Wahrheitsbewegung oder in der Aufklärerbewegung, sage ich jetzt einfach mal, dann irgendwie angefangen haben, dann doch eine Partei zu unterstützen wie die AfD und da voll dahinter zu stehen und extrem viel Werbung für die zu machen, weil die sagen, das ist die Lösung. Und da habe ich für mich gemerkt, so, ich bin auf keiner Seite. Ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin nicht wokey, ich bin nicht Wahrheitsbewegung, ich bin einfach ich so. Weißt du, und das ist halt eine sehr wichtige Sache bei diesem ganzen Ding, was ich hier tue. So, ich darf mich da nicht treiben lassen von irgendwelchen Leuten oder zu krass jemandem folgen, sondern du musst einfach für dich in deiner eigenen Mitte bleiben, deine eigenen Meinungen bilden, versuchen aus der Matrix und aus diesem Konstrukt irgendwie auszubrechen und bewusst zu sein und ein echter Mensch zu werden, so mäßig, weißt du? Form von öffentlicher Bewegung gründen will, riskiert unterwandern. Und das geht für mich meiner Meinung nach über die Spiritualität. So. In deine eigene persönliche Mitte zu kommen, dich nicht mehr von Sachen lenken und leiten zu lassen und selber zu entscheiden, wie du dich programmierst und dann ein selbstbestimmtes Leben führen. So. Zerstreut zu. Was nicht heißt, dass du immer glücklich sein wirst. Das ist auch so ein Ding in der spirituellen Community dann wieder. Also in jeder Community merke ich auch, wie die Leute dann zu Extremen neigen. Und dann nicht mehr in ihrer Mitte bleiben, sondern dann auch wieder in die Richtung abdriften. So. Weil spirituell sein heißt nicht, dass du dein ganzes Leben lang glücklich bist und immer happy und so. Nein, das gibt dir einfach meiner Meinung nach eine gewisse Ruhe und du kannst neue Perspektiven auf gewisse Situationen bekommen und du kannst dich von den Sachen, die in deinem Leben passieren, die manchmal gut und manchmal schlecht sein werden, ein bisschen trennen, sodass es dich nicht mehr so krass beeinflusst. So. Weißt du, wie ich meine? Platz 8. Gut erkannt, schlecht schlussgefolgert. Der Status quo kann von unglaublich vielen Menschen gut erkannt und benannt werden. Aber was dann folgt, ist zum Augenrollen, Mundwinkel verziehen und davonlaufen. Hierzu ein paar gewohnte Beispiele. Die da oben sind alle korrupt. Wir müssen die Altparteien abwählen. Die Welt und meine Umgebung ist vergiftet. Also entgifte ich mich und alles ist gut. Das Böse hat Namen und Anschrift. Lass uns einen Brief an sie verfassen. Die wollen uns alle krank impfen. Es reicht, wenn wir Bill Gates auf Twitter dissen. Die Erde ist kein... Das ist schon ein heftiger Retalk, Digga, ne? Google, dann muss. Ist auch gut für meine Community, dass man das mal hört, so, finde ich jetzt gerade. Zwingend eine Scheibe sein. Die BRD ist eine Firma, dann ist der Staat toter als tot. Wir haben keinen Friedensvertrag, also brauchen wir einen. Klar, die werden den schon akzeptieren. Wir haben keine Verfassung, also brauchen wir gesichtslose Vlogger, die das mal eben schnell in die Wege leiten. Die Mainstream-Medien lügen uns alle an, also lass uns einen bösen Kommentar unter die Videos setzen und alles ist gut. Platz 7. Themenbehandlung zu eindimensional. Oha, der geht voll schnell durch den Laden, ne? Bruder, der fliegt da durch, der Cousin. Was sagt ihr zum Video soweit? Schwierig, was dazu zu sagen, weil er so schnell redet, ne? Klaus beschäftigt sich nur mit Chemtrails, ist aber noch Mitglied in einer Partei. Roland beschäftigt sich nur mit Medizin und fliegt gern in den Urlaub. Frank nur mit Geschichte, hat aber ein ernstes Drogenproblem. Hans nur mit Recht und Gesetze und hat trotzdem keine Ahnung, was bald auf ihn zukommt. Erwin mit dem Finanzsystem, kapiert aber gar nichts über die Logenbrüder, die Märkte manipulieren im Hintergrund. Und Robert nur mit der Wirtschaft, erzählt aber nichts über das Geldsystem, das so gestaltet wurde, dass wir uns alle berauben müssen. Flo ist ein Aktienspezialist, erzählt ja aber gar nichts über Ethik an der Börse. Und Claudia ist die Esoterik-Königin, die in der Freizeit aber nur am Smartphone klebt. Ingrid ist krass. Expertin für Spiritualität und hasst alle Menschen, die Fleisch auch nur angucken. Oh, Digga, das ist krass, ne? Wir neigen halt als Menschen dazu, immer in dieses Extreme abzudriften. Und verlieren uns dann in irgendeinem Extrem, anstatt in unserer Mitte zu bleiben. Crazy. Crazy Video. Und kann CO2 sehen. Puh. Und was hat das alles mit Ihnen zu tun? Was machen Sie dagegen? Und bitte, hier geht es nicht um die Qualität des Inhalts der jeweiligen Videos oder Blogs. Die Wahrheitsunbewegung ist zu einem Trash-TV-Lalaland im Netz mutiert, in dem Sie tolle Videos über Gott und die Welt sehen können. Aber nur die allerwenigsten können das Große und Ganze erkennen. Also... die Unbewegung ein Hort der Infokrieger und Wissens durch die Gegendschmeißer. Kann mir auch nur einer 10 essbare Wildkräuter nennen, Feuer ohne Feuerzeug und Streichhölzer entfachen, ein paar bekömmliche Pilzsorten aufzählen oder sagen, wie man seinen Acker ohne Ochsen pflügen kann. Wo fangt mal an, Freunde, komm. Zählt mal auf hier jetzt. Gegendschmeißer. Also bleibt die Unbewegung ein Hort der Infokrieger und Wissens durch die Gegendschmeißer. Kann mir auch nur einer 10 essbare Wildkräuter nennen. 10 essbare Wildkräuter, Freunde, komm.
ohne Feuerzeug und Streichhölzer entfachen. Feuer ohne Feuerzeug und Streichhölzer entfachen. Da könnte ich vielleicht noch was dazu sagen. Essbare Wildkräuter könnte ich dir auch noch ein paar nennen, aber nicht 10, glaube ich. Bekömmliche Pilzsorten aufzählen und da sagen, wie man seinen Acker ohne Ochsen pflügen kann. Da bin ich jetzt schon fast wieder raus, Digga. Das notwendig ist, werden Sie sehen, wenn Sie Ihr Brot mit einer Schubkarre gefüllt mit 13 Kilogramm Euroschein abholen müssen. Aber lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, es ist ja noch nicht so weit. Platz 6. Schlechte bis gar keine Vorbereitung auf eventuelle Verwerfungen. Wie schon erwähnt... Ah, das ist der gleiche Typ, der dieses Weltuntergangsvideo gemacht hat mit diesen 10 Sachen, die vorm Weltuntergang passieren. Wisst ihr noch? Wo der dann gesagt hat, wie das dann aussehen wird und wie man Wasser machen kann und diese ganzen Survival-Tipps rausgehauen hat. So. Ich fiel in der virtuellen Welt der anonymen Redekünstler ab und stell hier und da meine Standardfragen. Und ich bin erschüttert, dass so gut wie kaum jemand sich gar nicht bis wenig... die kommenden Ereignisse vorbereitet hat. Deshalb wird es auch keine Veränderung morgen früh um kurz nach 6:30 geben. Wenn alle noch von Supermärkten und deren Lieferketten abhängig sind, wird es keine Veränderung geben, weil sie Schiss vor diesem Vakuum des Nichts mehr bekommen haben. Der einzige Grund, warum Demopolizisten auf 15 Zahnspangenmonster einprügeln, ist, weil sie dafür ein Gehalt bekommen. Und genauso abhängig von einem funktionierenden System sind wie die anderen. Also braucht man auch diese Herrschaften nicht ansprechen und mit ihnen zu diskutieren. Platz 5. Gefährliches Halbwissen. Es ist unglaublich schwer, bei der Fülle an Infozeugs den Durchblick zu behalten. Wer hat nun Recht und wer hat nun Unrecht? Wer weiß wirklich etwas und wer labert nur gequirlte Mäusekacke? Gerade bei dem Thema Mensch versus Person, Status und was kann man wirklich tun, um da rauszukommen, höre ich täglich so viel Schrott im Netz wie privat im Sprach. Der ist halt sehr negativ drauf, ne? Der sagt viel Wahrheiten, aber das kommt so sehr so von... Allein wie das Aussprache... Also er sagt sehr viele Sachen, die wahr sind, aber ich finde die Aussprache und die Art und Weise bisschen krass negativ, so. Ich verstehe aber, was er sagen möchte. Und bei diesen gefährlichen Halbwissen muss ich ganz klar sagen, dass es extrem wichtig ist, dass man Zugang zu seinem göttlichen Bauchgefühl hat, so. Bei diesen ganzen Sachen, es werden immer mehr Informationen kommen, wir werden immer mehr mit Infos zugemüllt, dass wir uns, das ist auch, glaube ich, ein bisschen sogar gewollt so gemacht, damit wir uns vor Informationen nicht immer mehr, also dass wir keine Klarheit finden, weil so viele Informationen um uns herum sind. Da brauchst du halt einfach den Zugang zu deinem eigenen göttlichen Bauchgefühl, das wie ein, was wie ein Kompass ist so und dich auf die richtigen Wege leitet und dir sagt, was richtig und falsch ist, so mäßig, weißt du? Dass es wirklich zum Davonlaufen ist. Kaum jemand macht sich die Mühe und wälzt mal zum Spaß ein paar Gesetze durch oder hört sich ein paar Vorträge von Leuten an, die mit Quellen und Fallbeispielen glänzen. Zu langweilig, zu knöchrig, da kapiere ich eh nichts. Tja, dann musst du weiter Leipzig TV für Halbaufgewachte schauen und dir alles vorkauen lassen. Führt dann zu solchen Blödsinn wie die Q, ja was eigentlich, Family, Nerds, Jünger, Bewegung, Trust the Plan, vertraue dem Plan, die haben alle das Messias-Syndrom. Putin und Trump werden euch alle retten. Bruder. Die Aldebaraner werden kommen, aber die stecken gerade in einem intergalaktischen Stau, aber... Deus sagt, tja, die Wahrheit ist hässlich. Ja, aber, Bro. Ich kann auch genau die gleichen Sachen sagen, aber mit guten Vibes, oder? Also er hört sich auch nach jemand an, der sehr mies drauf ist, so. Nein, ich keinen Bock mehr hat, so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Morgen werden sie dich in ein höheres Bewusstsein beamen. Mach am besten gar nichts. Kiff weiter und warte auf deine Entrückung. Wo sind die Dinge, die Q, Benjamin Fulford oder andere versprochen haben? Wo sind die befreiten Kinder? Wo sind die Verhaftungen? Alles eine Beruhigungspille für die, die hinter den ersten Vorhang geschaut haben und keinen Bock haben, Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Traurig. Platz 4. Eitles Geschwätz und ein Feuerwerk der Klugscheißerei. Wer kennt das nicht? Sie sind gerade dabei, ein paar warme Worte mit netten Menschen zu wechseln und da kommt von der Seite ein unmotivierter narzisstischer Wutausbruch von einem, der meint, dass er die Weisheit mit der Muttermilch aufgesaugt hat. Mit angstbeladenem Halbwissen werden sie dann im Appell genötigt, seine oder ihre Schminktipps zu akzeptieren. Du kannst... Albert sagt, stimmt, er wirkt stark frustriert und leicht überheblich. Ja, fühle ich auch. Nicht einfach Vitamin C in der oder in der Form zu dir nehmen, du musst doch Vitamin C... Aber wie gesagt, der sagt gute Sachen, weißt du, wie ich meine? Der sagt gute Sachen, wichtige Sachen und hat halt seine Art und Weise, wie er... das Ding an den Mann bringt, so. Jeder ist anders. In der oder in der Form zu dir nehmen, ist doch viel gesünder. Nein, dein Survival-Rucksack muss mindestens 45 Kilogramm wiegen mit. Nun folgt eine lange, völlig bescheuerte Liste mit Dingen, die kein Mensch im Wald braucht. Ich habe da so ein Video vom Lars von Tarek gesehen, der empfiehlt das auch. Nein, du brauchst unbedingt einen Kupferspaten, alles andere ist Mist. Ich bin halt so ein Vibes-Mensch, weißt du, wie ich meine? Und wenn ich,
Und ich fühle halt, weißt du, wie ich meine? Ich fühle halt und ich zum Beispiel fühle mich ein bisschen von der Art und Weise, wie er redet. Ich würde es viel geiler finden, wenn er zum Beispiel ruhig, langsamer und mit einer besseren Frequenz labern würde, weißt du? Diese Frequenz, die er ausstrahlt, stößt mich ein bisschen ab, aber das bin halt nur ich. Anstrengend. Schön spalten, anstatt zusammen mal ein Projekt zu starten und ein paar Hektar Ackerland zu bewirtschaften. Platz 3. Die Wahrheitsbewegung kennt keine fortgeschrittenen Aufgewachten. Ich habe neulich ein uraltes Video von mir geschaut, die 4 Stadien des Erwachens. Dort ist mir im Hinblick auf die videowütigen Dauerpöbler eins klar geworden. Die Wahrheitsunbewegung kümmert sich fast nur um Leute, die im ersten oder zweiten Stadium des Erwachens kleben. Infos, Wissen. Noch mehr Infos zum Weitergeben und noch mehr Anhaltspunkte, dass sie hier in einer Matrix leben. Der fast weltweite Lockdown, also Ausgangssperren und Reisebeschränkungen lässt dort ganz klar vermuten, dass es eine übergeordnete, also supranationale Kraft im Hintergrund gibt, die dort die Fäden zieht. Also sind Videos über Geopolitik ein Befassen mit einem Theaterstück gewesen. Eine etwas intelligentere Zeitvernichtungskampagne als Spiegelverkehrt-TV. Wirkliche Angebote, Lösungsansätze oder Möglichkeiten zum Abkoppeln aus der Matrix werden nur selten angerissen, da auch die Wahrheitsunbewegung von diesem Abkoppeln aus der Matrix, das ist das, was ich am Anfang auch meinte, so. Das ist eigentlich die beste Lösung, weißt du? Und es geht meiner Meinung nach nur mit Gott. Zustand der Welt lebt. Und Beziehung mit sich selbst. Und all diese. Was quasi eigentlich das Gleiche ist, weil Gott ist in uns. YouTuber und Blogger, wenn die Welt ein Ort der Liebe wäre. Ha? Platz 2. Politiker sind alle inkompetent. Ach. Ist so. Ist das so? Wir reden hier von den Bestbezahlten. Alles Marionetten, würde ich sagen. Nicht inkompetent, aber Marionetten. Die sind bestimmt in ein paar Bereichen auch kompetent. In ein paar Bereichen auch kompetent, aber. Besten Zettelablesern, Marionetten und Bauchrednerpuppen der ganzen Bundesrepublik. Sie können für ihre Entscheidungen nicht in Haft genommen werden. StGB § 129 Absatz 3 Nummer 1, das Parteiengesetz § 37 mit Vermerk auf das BGB § 54. Zumal neigt der Mensch inkompetenten Leuten weniger böse zu sein, weil der Mörder kein. Die müssen den Gesetzen, die die entwickeln und etablieren und uns aufdrücken, quasi selbst nicht folgen. Ist schon krass, ne? Dafür, er war ja zum Tathergang behindert. Die wissen genau, was sie tun. Sie dürfen nur nicht, weil sie sonst aus ihren Logen fliegen. Platz 1. Das liebe Geld. Stellen Sie sich folgende Szenerie vor. Sie sitzen Samstagabend im Kinosaal 1 und schauen sich Superman Teil 25 an. Der Film geht los und der muskulöse Strumpfhosenträger rettet die schöne Frau vom Balkon des umstürzenden Haus. Haut, Strumpfhose den Mann, Alter. Bester Mann. Unten auf der Straße abgesetzt, haut er den Satz raus. Der echte Klaus Schwab sagt, reagierst du eigentlich auch auf englischen Content? Schwierig, Digga. Die Leute hier, die können nicht so gut Englisch. Die schalten immer ab, wenn ich ein englisches Video anmache. Voll traurig, aber ist so. Macht $50.000. Wie bitte? Ja, glauben Sie, mein Anzug reinigt sich von alleine? Wir würden Buch rufen. Wir würden glauben, wir sitzen in einer Komödie. Wir würden unser Geld an der Abendkasse zurückverlangen. Aber er macht doch diese Dinge so selbstlos. Der hat doch einen Job bei der Lügenpresse. Warum würden Sie das im Kino nicht akzeptieren, aber in der Wahrheitsunbewegung scheint dies völlig normal zu sein? Da werden T-Shirts im Onlineshop verkauft, nach Spenden gebettelt, völlig überteuerte Nahrungsergänzungsmittel vertrieben. Seminare, die uns einen halben Monatslohn kosten würden, angeboten, ohne Anreise, Unterkunft, Essen und eventuellen Babysitter. Und Bücher verkauft, und jetzt kommt's, in denen genau das System kritisiert wird, das durch die Steuereinnahmen des Verkaufs genau dieser Bücher noch profitiert. Das ist die Definition von Wahnsinn. Diese Unbewegung ist zu einem Hort Verehrung und Anbiederung von Götzenbildern, Gurus, möchte gern Esoterikern, Hardcore-Spiritualisten und Berufstruthern verkommen. Und diese zitieren auch noch aus der Bibel. In der Endzeit werden viele falsche Propheten auftreten. Und sie merken das kaum bis gar nicht. Ich sagte ja, sie werden mich hassen. Aber das musste mal raus. Wo sind die Leute, die in diesem Faschozustand richtig abräumen? Die uns ein Stück Land gekauft haben, auf dem wir alle unsere Träume verwirklichen könnten? Kein einziger hat das getan, weil sie durch den schnöden Das weißt du doch gar nicht, Digga. Warum so negativ? Cousin, nimm mal einen tiefen Atemzug, Digga, auf entspannt und guck dich mal richtig um. Da gibt es einige, die das vielleicht auch getan haben sogar schon. Ich kenne sogar selber welche, die das gemacht haben. Gierig geworden sind und genau wie der Mainstream vom Elend, der Spaltung, den Missständen, der Heuchelei, der Politik und dem Matrix. Auch sie machen ein Geschäft mit der Art und haben, wenn sie mal in sich hineinhorchen würden, nur wenig Interesse daran, dass sich hier wirklich, wirklich etwas ändert. Ja, nicht alle, aber leider immer noch viel zu viele. Der Lösungsansatz. Lernen Sie, Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen und rennen Sie nicht jeden Deppen hinterher, der sein Konterfei auf einem Zahnputzbecher im hauseigenen Shop vertickert. Von Liken, Teilen, Abonnieren ist noch keiner satt geworden. Und dort wird auch nicht deine Freiheit morgen früh neben deinem Bett erscheinen. Beweg deinen Arsch.
Momentan bin ich immer noch auf der Suche nach aufrichtigen Menschen, die das System satt haben und Bock haben, aufs Land zu ziehen und ihre Feld-, Früchte- und Getreidesorten selber anzubauen. Ich kann aus der Vergangenheit einiges berichten, was in anderen Projekten gut oder nur bedingt gut gelaufen ist. Aber wir können hier warten, bis uns die Hyperinflation alle überrollt, der Euro zusammenbricht, die Märkte leer sind und keine Geldscheine aus den Automaten rauskommen? Oder wir packen das endlich an und pachten ein paar Hektar Acker und legen endlich los? Ach, nur so am Rand. Es gibt keine Eintrittsverbote. Soldaten, Polizisten, Gläubige, nicht-biodeutsche, ehemalige Richter oder Antifas ist mir scheißegal. In der Krise, die schon... Ja, tamam, Bruder, ist okay. ...in Startlöchern steht, werden wir alle gleich schlecht aussehen. Zudem interessiert es... Digga, was für Schwarzmalerei, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das ganze Video von vorne bis hinten nur negativ. Viele Sachen ausgesprochen, die stimmen, aber nur negative Vibes, Bro. Was willst du damit erreichen, dass die Leute sich danach ins Bett legen mit Depressionen und sagen, ja, die Welt ist eh verloren? Eine Sau. Weil das ist das, was bei den meisten ankommt. Das kann ich dir ganz klar sagen, so wie es ist. Was sie gestern noch gedacht haben. Das ist jetzt nicht motivierend so. Das motiviert jetzt niemanden, wirklich die richtigen Schritte einzuleiten. Sondern nur, wer sie morgen sein wollen. Wir werden sowieso nicht heiraten und ein Leben lang aufeinander. Bisschen so wie die militante Veganerin beim Thema Vegan. Also entspannen Sie sich und retten wir endlich unseren Arsch. Unter dem Video ist ein Link zu den Sprachräumen. Sie brauchen nur ein internetfähiges Endgerät mit Headset oder Klapprechner mit Mikro und Lautsprechern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Seien wir wieder Mensch und machen uns unabhängig. Jetzt. Ich küsse dein Herz, Bruder. Wahrscheinlich eine coole Intention gehabt, so. Aber die Art und Weise, wie er es rübergebracht hat, fand ich jetzt nicht so geil, sag ich dir ehrlich. So. Wie gesagt, waren einige Sachen dabei, wo ich sage, ja, hat er recht, aber ja. Aber jeder hat seine Art und Weise und wir werden hier nicht andere Leute verändern. Ich sag nur, wie ich es fühle. Ich liebe euch. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr es fühlt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Macht's gut, meine Süßen. Peace out.